So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Hart von www.ratgebergeld.at. Tja, heute wieder mal zurück nach einer kurzen Drehpause sozusagen. Widme ich mich dem Thema Nachrichten und Börse. Gerade jetzt momentan rauscht der DAX in Richtung Süden, die US-Indizes in Richtung Süden. China bricht förmlich zusammen, der Rohölpreis um über 70% gesunken und alle fragen sich, wie ist das möglich? Welche Nachrichten gibt es dazu? Da muss es ja einen Grund dafür geben. Und mit dieser Geschichte möchte ich heute hier in diesem Tutorial-Video einfach mal ein bisschen aufräumen, denn letzten Endes ist die Börse, und es ist halt so, öfters unlogisch als logisch. Und jeder, der versucht, den Nachrichten hinterherzulaufen, einen Grund für etwas zu suchen, der wird im Trading, und das ist mein Tipp an euch, langfristig einfach keine Überlebenschancen haben. Denn es sind nicht die Nachrichten, die die Börse und die Kurse bewegen, sondern es sind wir Trader, die Anleger, die die Kurse bewegen. Und wenn eben mehr Leute rausgehen aus der Börse, weil sie Angst haben vor etwas, dann gehen halt einmal die Kurse nach unten. Und wenn Euphorie herrscht, dann gehen eben die Kurse mal nach oben. Das heißt, es sind nicht die Nachrichten, die dazu führen, dass Kurse überirdisch steigen oder extrem stark nach unten gehen, sondern es ist Euphorie, Gier, Angst, das sind wir, die letzten Endes die Kurse treiben. Das heißt, es macht längerfristig wesentlich mehr Sinn, sich auf die Trends des Marktes zu verlassen, auf irgendwelche Nachrichten. Glaubt mir, ich habe jahrelang selber versucht, irgendwo mit teuren Nachrichtengeschichten irgendwo einen Erfolg zu erzielen. Ich habe mir jegliche Nachrichtendienste abonniert, ob Bloomberg oder Zacks oder Briefing.com, Reuters, eSignal und was der Kuckuck weiß noch alles. Letzten Endes könnt ihr davon ausgehen, jede Nachricht, die heute erscheint, ist bereits in den Kursen impliziert. Der Markt ist extremst effektiv darin, die Kurse sofort, die Nachrichten sofort in die Kurse eben überzuleiten. Und letzten Endes, das, was wesentlich wichtiger ist, wie gesagt, ist, dass wir mit den Trends mitgehen. Wenn ich einen etablierten Trend habe, müsst ihr euch vorstellen, es ist wie eine Titanic. Ja? Wenn eine riesen Titanic in eine bestimmte Richtung läuft, dann läuft die. Da stellen sich ein paar Analysten dagegen, die werden alle niedergerammt. Ja? Bestes Beispiel dafür, zuletzt Tesla. Musste ich schmunzeln, ja. Tesla wurde von einem Analysten von Morgan Stanley, als die Aktie vor einigen Monaten knapp vor der Marke von 300 geklopft hat, auf Kaufen aufgestuft, ja. Und jetzt, wo die Aktie um mehr als 50% gefallen ist, hat der gleiche Analyst von Morgan Stanley die Aktie auf Verkaufen abgestuft. Macht Sinn, ja. Statistisch bewiesen, mehr als 70% Analysten liegen auf der falschen Seite. Traut also nicht den Nachrichten, traut nicht den Medien, traut nicht den Analysten. Das ist mein Tipp an euch, traut den Trends. Und dass der Trend sich ändert, das haben wir bereits im Dezember 2015 erkannt, vor einem möglichen Crash nach unten gewarnt. Und dass wir das Ganze auch richtig gespielt haben, das sehen wir ZB momentan in Ride the Bull. Wir sind short gewesen auf Deutsche Bank mit 20% plus, Commerzbank rund 20% plus. Wir haben vor einigen Tagen den DAX geschortet, sind mit über 10% im Plus. Bayer geschortet, über 10% plus. Leonie, gerade jetzt in 3 Tagen, 10% plus gemacht, etc. etc. Das heißt, es gibt entweder die Möglichkeit in einem etablierten Abwärtstrend und wir sind aktuell in einem Bärenmarkt. Es ist halt mal so, die Titanic fährt in Richtung Süden. Jeder, der sich dagegen stellt, wird beinhart niedergerammt. Und solange der Trend etabliert ist, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein momentan mit irgendwelchen Aktienkäufen. Natürlich wird auch diese Titanic auch irgendwann einmal die Richtung ändern, nur das geht nicht von heute auf morgen. Bodenbildungsprozess ist ein Prozess, der dauert Wochen, teilweise auch Monate und dementsprechend heißt das derzeit vorsichtig sein, entweder in Cash bleiben oder ansonsten ein bisschen dort und da ein bisschen shorten, aber nicht den Fehler machen, sich gegen die Titanic zu stellen.